Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen direkt aus der Flensburger Brauerei in Flensburg. Bei unserem Partner der Flensburger Brauerei wollen wir uns heute daran machen, die ersten Runden im Flens Cup Meister der Meister der Saison 2017-2018 auszulosen. Herrenwettbewerb und Frauenwettbewerb. Insgesamt sind es 75 Mannschaften, die heute hier im Lostopf liegen. Und da sind wir auch schon beim Stichwort Lostopf. Neben mir steht Ramona Altenburger von der Flensburger Brauerei, von unserem Partner. Ramona Altenburger wird heute die Lose ziehen. Ja, Ramona, das vierte Jahr jetzt, dass der Wettbewerb Flens Cup Meister der Meister läuft, in Partnerschaft des SAV und der Flensburger Brauerei. Was macht für dich den Reiz dieses Wettbewerbs aus? Ja, erstmal freuen wir uns natürlich, dass dieser Wettbewerb so gut ankommt, dass wir bereits in der vierten Saison sind. Das ist ja letztendlich immer parallel laufend zu der ganz normalen Saison der Mannschaften. Und wir freuen uns, dass jedes Mal wieder so viele, also quasi eigentlich alle Mannschaften, die sich qualifizieren zu dem Turnier, auch teilnehmen. Und ja, der Reiz ist schon ganz klar, dass eben die Kleinen gegen die Großen spielen können. Und dass natürlich dann auch mal ein Schleswig-Holstein-Ligist oder jetzt ein Flens-Oberligist auch einfach mal bei den kleinen Mannschaften gastiert und das mit Sicherheit dann auch einfach auch spannende Spiele in der Region sind. Ja, spannende Spiele haben wir auch in der abgelaufenen Saison erlebt. Das Final Four liegt ja nun gerade mal 2 Wochen gut zurück. Die Mannschaften befinden sich in der Sommerpause. Die Meister genießen ihre verdiente Sommerpause. Aber jetzt wollen wir gleich mit der Auslosung starten und damit schon mal einen Vorgeschmack auf die neue Saison liefern. Und wir werden gleich in einzelnen Videos die Auslosung der Frauen zunächst und dann die Auslosung der 4 Regionen der Herren vornehmen. Da werden wir dann jeweils weitere Infos dazu geben.